So, hallo zusammen. Heute wollen wir euch mal unsere zwei neuen Molletaschen vorstellen. Einmal die Universalmagazintasche klein für Pistole und die Granatentasche. Bei den beiden Taschen ist schon durch den Namen eigentlich vorgegeben, was der Hauptnutzungszweck ist. Aber was uns wichtig ist, ist, dass die Taschen auch für andere Nutzungszwecke genutzt werden können. Hintergrund ist der, wir wissen, 90% unserer Kunden beschaffen sich unsere Produkte bzw. eben in dem Fall die Ausrüstung privat, das heißt auch von eigenen Ressourcen, von eigenem Geld und selbst wenn es für den dienstlichen Gebrauch ist. Dementsprechend möchten wir eigentlich dahin gehen, dass jede Tasche, jedes Ausrüstungsstück Multi-Use ist und für sehr viele Einsätze verwendet werden kann. Was dann wiederum dazu führt, dass nicht für jede Waffe eine spezielle Magazintasche gekauft werden muss oder für jeden Verwendungszweck eine spezielle Tasche. Was dann letztendlich eben auch für den Kunden die Anschaffungskosten, sprich für euch, reduziert. Und ihr einfach einen größeren Mehrwert bei den Taschen habt. Und deswegen haben wir jetzt mal ein paar Beispiele, was man alles mit den Taschen machen kann, was reinpasst. Das ist nicht, ich sage jetzt mal, erschöpfend, sprich, gibt noch jede Menge andere Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben auch viele Anwendungsmöglichkeiten direkt im Produkt als Bild abgebildet. Aber das sind jetzt mal ein paar exemplarische Beispiele. Ganz klassisch natürlich Magazine. Zweireihige Magazine, einreihige Magazine passen ohne Probleme in die kleine Tasche. Und der Trick dabei ist, die Magazintasche ist an der Seite elastisch. Upsa. Und der Deckel selbst ist eingeklettet. Das heißt, der kann auch in der Länge verstellt werden. Sprich auch Objekte, die länger als diese Beispiele hier sind, können durchaus in die Tasche gepackt werden, da man ja die Länge des Deckels eben stufenlos einstellen kann. Natürlich nicht unbegrenzt, ist klar. Man kann jetzt da keine langen MP5-Magazine reinpacken, aber zum Beispiel Pistolenmagazine mit einem längeren Abschluss oder ähnlichen sind kein Problem. Es ist auch möglich, wenn man die Magazine, so wie sie hier liegen, hochkant nimmt, dass man zwei doppelreihige Magazine nebeneinander oder zwei einreihige Magazine übereinander in die Taschen packt. Das gleiche gilt natürlich auch für die Speedloader. Oder man kann hergehen und kann es kombinieren, Magazin und Speedloader oder Speedloader und Taschenlampe. Das geht alles. Natürlich ganz klassisch in einer Pistolenmagazintasche, Messer, Multitools, kann man alles unterbringen. Was aber zum Beispiel auch reinpasst, sind lange 40 mm Einlegehülsen für den Gewehrgranatwerfer. Und was wir auch ausprobiert haben, das ist wohl die exotischste Nutzung, was wir hier liegen haben, ist ein Garand Endblock Clip bzw. ein Dummy Endblock Clip mit 3D gedruckten Patronen. Wer das nicht kennt, das ist quasi ja nicht der Ladeclip oder Ladestreifen, weil Ladestreifen ist es nicht. Bei einem Ladestreifen werden die Patronen ja abgeschoben oder abgestriffen, sondern das ist quasi das Gebinde, wie die Munition, die 8 Schuss für den M1 Garand in Kaliber 30.06 kam. Und das ist eben auch das Teil, beziehungsweise der Bereich hinten, den man jetzt hier sieht, der in Filmen immer relativ in Szene gesetzt wird, wenn nach dem letzten Schuss mit einem lauten, charakteristischen Pling die Klammer der Endblock Clip aus der Waffe geschleudert werden. Auch der würde hier in die Pistolenmagazintasche passen. Ist natürlich im Airsoft eher ein Verwendungszweck, der nicht auftritt. Was jetzt hier tatsächlich in der Reihe der Pistolenmagazintasche nicht liegt, das sind die 20 M16 Magazine. Auch hier würde sowohl ein Metall- als auch ein Polymer 20 Schuss Magazin problemlos in die Universaltasche klein / Pistole passen. Wäre zum Beispiel ein Anwendungszweck für Designated Marksman Rifles, DMS.
als Beispiel. Natürlich, es ist nicht darauf begrenzt. Wir haben hier zum Beispiel eben auch ein PMR-Funkgerät liegen. Da können auch ein bisschen größere PMR-Funkgeräte noch mit untergebracht werden. Man kann theoretisch auch kürzere 40 mm Granaten in der Tasche unterbringen. Allerdings müsste man dann entweder beim Ziehen ein bisschen tiefer greifen oder man verändert die Tasche ein bisschen, kürzt zum Beispiel oben den Taschenbereich hier ein, faltet ihn zurück, muss man nicht mal abschneiden, kann man auch mit doppelseitigem Klebeband einfach zurückfalten und dann verkürzt sich eben auch die Größe der Tasche. Das geht alles. Also wie gesagt, den Anwendungen sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Was auch ideal ist, haben wir nur leider jetzt gerade zum Zeigen nicht hier griffbereit, das wäre ganz einfach ein Tourniquet. Als Tourniquet-Tasche kann man es auch verwenden. Ist vielleicht auch für die Milzungsspiele interessant. Ja, und dann haben wir hier die Granatentasche. Die wird nicht mit Klett geschlossen, wie hier die Pistolentasche, sondern mit einem angenieteten Fastex bzw. Steckverschluss. Auch hier ist der Deckel in der Länge verstellbar. Das heißt, der ist hier hinten eingeklettet und auch hier sind die Seitenteile elastisch. Und dementsprechend hat man hier auch ziemlich viele Optionen. Natürlich ganz klassisch unsere Bugatti-Granaten, sowohl die Federdruckgranate, die habe ich gerade nicht griffbereit, aber auch die Gasgranate passen eben in die Taschen. Große Funkgeräte passen ebenso. Auch die Länge des Deckels ist einstellbar. Das heißt, ihr könnt auch da noch längere Funkgeräte problemlos in die Tasche packen. Kurze M16 Magazine passen sehr gut rein. Oder auch größere kurze Magazine. Wir haben hier zwei Sniper Magazine. Da passen zwei oder auch ein Magazin in die Tasche. Man kann es natürlich auch für andere Ausrüstungsteile, Kugelflaschen, Kugelbehälter etc. benutzen. Man könnte theoretisch sogar hergehen und das Teil quasi für eine Getränkedose nutzen. Bleibt jedem selbst überlassen. Und als, ich sage jetzt mal, kreative Verwendung habe ich es hier hinten mal mit der Olivenversion der Granatentasche umgesetzt. Und zwar mit dem First Aid Kit. Das heißt, da ist die Tasche mehr oder weniger nur eine Spannhalterung für eine weitere Tasche, die einfach darin verstaut wird. In dem Fall mein kleiner First Aid Kit. Es kann natürlich auch ein Survival Kit eingepackt werden, ein Werkzeugset, das aufklappbar ist zum Beispiel. All das findet da eben Platz, wobei diese Größe hier, wie hier gezeigt, schon das Maximum darstellt, wie man die Tasche verwenden kann. Und muss man eben auch beachten, wenn man es dauerhaft drin lagert, wird sich irgendwann auch der Elastikteil ein bisschen ausleiern. Aber wie gesagt, auch hier der Anwendung sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt die Taschen zum Beispiel auch für Duffracks nutzen. Ihr könnt gerade die größere Tasche zum Beispiel bei Milsims auch für Sichtpanel, Fliegersichtzeichen oder ähnliches hernehmen. Das sind, wie gesagt, Universaltaschen. Für 40 mm Granaten ist die Tasche jetzt tatsächlich zu groß. Das würde ein ziemliches Gewackel geben. Dafür ist die hier, wie gesagt, besser. Aber für alles andere, wie gesagt, habt ihr mit den Taschen im kleinen Bereich wirklich alle Optionen offen. Und wir werden dieses Konzept natürlich auch weiterverfolgen. Es wird weitere Molletaschen geben bei uns. Wir werden auch euer Feedback uns wieder zu Herzen nehmen. Das heißt, wenn ihr dazu Ideen habt, freuen wir uns auch, diese zu hören. Und würden dann auch versuchen, die eben, soweit es technisch machbar ist, umzusetzen. Ja, ich hoffe, der Überblick hat euch gefallen. Ich hoffe, die Taschen sind bzw. erweisen sich für euch als nützlich. Wie gesagt, Kritik immer gerne. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, die YouTube-Benachrichtigungen sind jetzt nicht unbedingt der Hit.
Am besten ist es immer noch, wenn ihr Feedback oder ähnliches habt, wenn ihr euch direkt an uns über den Shop wendet. Jo, in diesem Sinne, war schön, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich wünsche euch was und wir sehen uns bald wieder.